Ich glaube, diese Pfiffe bedeuten, dass sie finden, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gewicht tragen sollte. Schleppen, stapeln, schwitzen. Unser Reporter Jan Stremmel im Einsatz. Alter, die wiegen halt so 40 Kilo oder so. Das ist Wahnsinn. Ich bin so todmüde, meine ganzen Reflexe sind auch so eingeschlafen, weil mein Körper einfach schlafen möchte. Jan hat eine große Herausforderung vor sich. Auf einem der größten Märkte der Welt wird er 2 Tage lang mit anpacken. Mexico City. Über 22 Millionen Menschen leben hier. Und die müssen jeden Tag mit einer unglaublichen Menge an frischen Lebensmitteln versorgt werden. Hauptumschlagplatz dafür ist der sogenannte Central de Abastos. Ein Markt so groß wie ein ganzes Stadtviertel. Lkw aus dem ganzen Land liefern rund um die Uhr Waren an. 45.000 Tonnen Produkte sind es täglich, hauptsächlich Lebensmittel. Ein modernes Logistikzentrum oder vollautomatisierte Prozesse sucht man vergeblich. Es sind über 90.000 Arbeiter, die den Laden am Laufen halten. Und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Genau hier wird Jan zu seiner ersten Schicht erwartet. Und zwar um 10 Uhr abends. Dann wappnet sich der Megamarkt für den Ansturm des nächsten Morgens. Doch zuerst muss Jan seine Kollegen Rossi und Luis finden. Gar nicht so einfach. 40 riesige Hallen erstrecken sich hier auf einer Fläche von über 450 Fußballfeldern. Boah, das sind Dimensionen hier. Allein die Gemüseabteilung ist riesig. Doch nach 20 Minuten hat Jan es endlich geschafft. Es wird wärmer. Jetzt kennen schon die ersten ihre Kollegen namens Rosi und Luis. Hola. Bist du Rosi? Ja. Und Luis. Du eres Luis. Hola. Hallo, ich bin Jan. Hola, Rosi. Rossi und ihr Ehemann Luis sind heute Jans Vorarbeiter. Sie verkaufen hier Nopal. So wird der in Mexiko heimische Feigenkaktus genannt. Seine Blätter sind in Mexiko ein beliebtes Gemüse. Deshalb ist ein großer Teil des Megamarktes einzig und allein dem Nopal gewidmet. Täglich werden hier Tonnen verkauft. Vorher aber die Stacheln entfernt und die Nopalblätter zurechtgeschnitten. Hunderte Arbeiter machen das in atemberaubendem Tempo. Und das ist heute auch Jans Aufgabe. Warum nur ein Handschuh? Dass du dich nicht stichst. Mit 2 Handschuhen kannst du das Messer nicht gut fassen. Okay. Der ist erstaunlich fluffig, der ist total weich. Und was muss ich jetzt machen? Lehn dich gegen das Brett, halte den Nopal fest und gleite mit dem Messer darüber. Ganz achte. So werden die Stacheln entfernt. Aber bitte nur die Stacheln, Jan. Macht nichts. Du bist ja noch Anfänger. Sind beide Seiten von Stacheln befreit, wird der Strunk entfernt und die Kanten gesäubert. Rossi benötigt dafür 5 Sekunden. Alter, wie schnell die das macht. Wie lange machst du das schon? Ich habe mit 7 Jahren damit angefangen. Rossi ist 26 und auf dem Megamarkt groß geworden. Schon ihre Eltern und Großeltern haben hier Nopal verkauft und ihr den Stand vererbt. Ihren Mann Luis hat sie auch hier kennengelernt. Doch romantisch ist die Arbeit nicht. Am frühen Morgen kommen Großhändler, um ihre Bestellung des Vorabends abzuholen. Das heißt, jede Nacht Akkordarbeit. Und was meinst du? Naja, nee, der geht noch nicht durch. Fehlt noch was, oder? Du musst die Stacheln besser entfernen, sonst können wir den nicht verkaufen. Jan muss sich konzentrieren. Doch schon bald kämpft er nicht nur gegen die Zeit- und Kaktusstacheln, sondern auch gegen die Müdigkeit. Es ist halt nachts und du fängst um 10 Uhr abends an und arbeitest dann die ganze Nacht durch und dein Körper will halt irgendwann nur noch schlafen. Und ich persönlich bekomme dann sehr schnell schlechte Laune. Also wenn ich müde bin, dann kriege ich richtig schlechte Laune. Und irgendwann tut mir auch so der Rücken weh und mein Körper will so, ich will jetzt ins Bett. Jan braucht eine Pause.
Aber die Zeit drängt. Also wird er von Luis mit einer anderen Aufgabe betreut. Er muss die fertig geschnittenen Nopale nach Größe sortiert für die Abholung bereitmachen. Für eine solche 25-Kilogramm-Kiste bekommen Rossi und Luis umgerechnet 14 Euro. Um neben Einkaufspreis und Standmiete einen guten Gewinn zu machen, müssen sie mindestens 10 Kisten pro Tag verkaufen. Jan kommt dabei an seine Grenzen. Boah, ey, ich bin wie in so einem Schlafwandlermodus. Ich habe das Gefühl, mein Hirn arbeitet gerade so auf 10% Kapazität. Aber Jan schafft es noch, die bestellte Lieferung zu verpacken. Damit ist sein heutiger Arbeitstag erfüllt. Okay. Ich habe gelernt, es ist ein wahnsinniger Aufwand, jedes einzelne Kaktusohr von Hand zu schälen. Und gleichzeitig muss man aber halt auch so einen Affenzahn machen, damit man hier überhaupt Geld verdient. Er hat es gut gemacht. Dafür, dass er keine Erfahrung hatte, war er schnell und hat sich echt ins Zeug gelegt. Nach einer langen Nachtschicht ist endlich Feierabend für die drei. Den Tag nutzen Rossi und Luis, um zu schlafen. Doch vorher wird gegessen. Und dazu ist Jan eingeladen. Im Haus von Luis Eltern haben die beiden schon einiges vorbereitet. Es gibt Nopal gebraten, im Salat und als Tortillas. Es quietscht so im Mund beim Kauen. Es schmeckt leicht säuerlich. Ein bisschen wie so eine Gewürzgurke. Rossi und Luis arbeiten hart, aber sie machen es gern. Auch wenn viele denken, es geht hier nur um Gemüseschnibbeln, das Ganze ist für mich eine Kunst. Zu versuchen, den Schnitt sauber hinzubekommen und den fragilen Nopal nicht kaputt zu machen. Mit dem Verkauf der Nopale können die beiden in einem günstigen Viertel Mexico Citys gut leben. Doch die Arbeitszeiten in der Nacht und das hohe Arbeitspensum fordern ihren Tribut. Das macht einen fertig. Deshalb sparen wir Geld, um eines Tages ein anderes Geschäft aufzumachen, bei dem wir normale Arbeitszeiten haben. Denn die Nachtschichten sind echt hart. Es gibt Leute auf dem Markt, die dort schon ihr ganzes Leben lang arbeiten. Die sind 40, aber sehen aus wie 60 oder 70. Dieser Rhythmus zehrt dich aus. Für Jan geht es ab ins Bett, denn sein zweiter Tag beginnt diesmal in aller Frühe. Sechs Uhr morgens, kurz nach Sonnenaufgang. Es ist die Zeit, in der Großkunden auf den Markt kommen, um einzukaufen. Und die Stunde der Diableros. So werden hier die Boten genannt, die Waren von A nach B transportieren. Gabelstapler oder Hubwägen gibt es auf dem Megamarkt nicht. Zu teuer und unpraktisch. Dafür schuften über 14.000 Diableros auf dem Markt. Und Jan wird heute einer davon sein. Seine Vorarbeiter, Luis und Osvaldo, seit über 20 Jahren ein eingespieltes Team. Hallo Jungs, du bist Luis, oder? Ich bin Jan. Wie genau sieht eure Arbeit denn hier aus mit diesen Karren? Die Leute kommen zum Einkaufen und rufen uns, komm her, ich bin spät dran, lade den Mais auf, Zwiebeln, Chilis, alles Mögliche transportieren wir. Die drei suchen nach Kundschaft. Um diese Zeit sind viele Einkäufer von Restaurants unterwegs. Denn hier gibt es die frischesten Waren der Stadt. So braucht ein Koch Zutaten für ein libanesisches Restaurant. Blumenkohle, Minze und Petersilie für Tabouleh, Quinoa und so. Jan und Luis packen die Sachen nach Kundenwunsch zusammen. Die leichtesten Dinge kommen obendrauf, oder? Genau. Es geht von Stand zu Stand. Die Einkaufsliste des Kunden ist voll und die Zeit drängt. Wird langsam schwer. Je nachdem, was der Kunde braucht, kann eine Tour auch mal über den ganzen Markt gehen. So läuft ein Diablero locker zwischen 5 und 10 Kilometer pro Tag. Und das schwer beladen. Bravo, bravo. Todo bien. Wow.
Geschafft. Der erste Kunde zufrieden abgeliefert. Es folgt der angenehmere Teil der Arbeit, abkassieren. Wie viel muss er zahlen? Ich gebe dir 70 Pesos. Wie viel? 70? Das ist der normale Tarif? Mehr oder weniger. Und dann gab es das Geld und das waren 70 Pesos. Das ist so ein bisschen mehr als 3 Euro. Und das ist natürlich für die Schlepperei nicht wirklich viel. Luis und Osvaldo schaffen ungefähr 5 Lieferungen am Tag, also täglich um die 15 Euro. In Mexiko, einem Schwellenland, ist das durchaus ein normaler Verdienst. Und den Rest des Jahres arbeitest du jeden Tag? Auch sonntags? Auch sonntags. Alter, krass. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ey, schon wieder mal so ein Moment, wo ich mir denke, in was für einer Luxuswelt lebe ich eigentlich in Deutschland? Der macht 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über, außer Neujahr, und verdient irgendwie so ein bisschen mehr als 12 Euro am Tag. Da die Diableros hier die ganze Woche arbeiten, schlafen sie sogar auf dem Markt. Sie nehmen Jan mit in die Katakomben, um es ihm zu zeigen. Betten gibt es nicht. Sie funktionieren ihre Karre zur Pritsche um. So schlafe ich. Schau. Und wenn um 2 Uhr nachts dann Betrieb herrscht, stehe ich schnell auf. Packe mein Bett zusammen und arbeite weiter. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, als ich da stand. Diese Typen müssen, nachdem sie den ganzen Tag härteste Arbeit geleistet haben, einfach da drin pennen. Also ich war wirklich sprachlos. Könnt ihr euch hier irgendwo duschen und aufs Klo gehen? Ja, hier draußen gibt es Duschen. Und wann könnt ihr mal ausruhen oder habt Freizeit? Wir arbeiten hier 30, 40, 45 Tage lang durch. Dann nehmen wir uns auch mal 3 Tage oder eine Woche frei. Es ist eine harte Realität. Doch die Diableros machen ihren Job mit Stolz. Denn sie wissen, ohne sie würde auf dem Markt gar nichts funktionieren. Ich glaube, diese Pfiffe bedeuten, dass sie finden, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gewicht tragen sollte. Ein vollbeladener Diablero kann gut eine halbe Tonne und mehr aufladen. Okay. Also wenn man diese Griffe einmal hochgehoben hat, dann geht's einigermaßen, weil dann hält sich dieser Wagen so in der Waage. Aber das vom Boden aufheben ist richtig knackig. Die letzte Lieferung des Tages wird am Rande des Marktes von einem Taxi abgeholt. Endlich Feierabend. Jan lädt Luis und Osvaldo noch auf einen Taco ein. Wenn du es dir aussuchen könntest, hättest du gern eine andere Arbeit? Ja, ich würde gern was anderes machen. Gärtner zum Beispiel. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, in die USA zu gehen. Ja, aber das ist nicht möglich. Luis ist jetzt 52 und will den Job noch so lange machen, wie er kann. Du bist dein eigener Chef. Wenn du arbeiten willst, arbeitest du. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin stolz auf meinen Job. Ich mache das schon seit 27 Jahren. Die Arbeit mag schwer sein, einen miesen Ruf haben und schlecht bezahlt sein, aber es ist eine ehrliche Arbeit. Und unser Job auf dem Markt ist extrem wichtig. Jans 2 Tage sind vorbei. Er hat gelernt, der Central de Abastos wird nicht durch Maschinen und Technologie am Leben gehalten, sondern durch den unermüdlichen Einsatz von tausenden Menschen.